Hello everyone, we are Anna Kessler and Julia Hodkowska, and we are very happy to present to you today our poster, No Typical Girls, From the Slits to the Riot Girl Movement. Typical girls don't rebel. Who invented the typical girl? Who brings out a new improved model? Those are questions the Slits ask in their song Typical Girls. The all-female punk band entered the UK punk scene in 1976, a scene which is on the one hand was very open for experiments and for women to express themselves as openly as they did. On the other hand, female punks still faced a great deal of sexism, and as we also heard throughout this, the presentations today, even though they were quite prolific and musically innovative, they still got often and get sold short in favor of their male counterparts. With female punks creating their own space in the scene, we argue that the Slits can be considered as precursors of the later occurring Riot Girl movement. So both rock music and sex were spheres where women were previously expected to be passive consumers, both of which female punks wanted to aggressively reconquer and redefine. Stereotypes and prejudices were criticized through their behavior, as well as their physical appearance, the music they created, and their attitude. A great example for this is the song that I cited, mentioned at the beginning, Typical Girls by The Slits. The song appeared in their album Cut in 1979 and is a scathing critique aimed at the normative model of women and femininity. The phrase typical girl gets repeated at the beginning of almost every line in a chant-like manner, and is followed by what qualities the typical girl may or may not have. The typical girl is attributed with qualities, this is a common motif within the song, such as vanity, emotionality, and consumerism. So notably, the typical girl is being judged as not having any personal agency and as being someone meeting societal expectations. The song attacks those women who choose to adhere to a normative attitude, and in that sense, it reflects the punk attitude of the personal being political. But the lyrics also reflect an awareness for the greater structures that are behind sexism and the oppressive gender roles acted out by women. And to give you a glimpse of what it felt like for the Slits as a female punk band, I will read you this quote by Viv Albertine, the Slits guitarist, that she gave in the BBC documentary Girls Will Be Girls. "For every image that went out about us, every word that went out about us, we fought and fought, and we fought for it to be right because we were redefining how women and girls were seen in the media." And with that, I give the word to Anna. Thank you, Julia. So, challenging gender norms and societal expectations, the Slits had to face their fair deal of aggression and even physical attacks. While they descended from the scene in 1981, 10 years later, the Riot Girl movement began. It criticized structural inequalities and oppression within punk. While early punk was dominated by white, heterosexual, cisgender men, the Riot Girl movement created a place for women to be heard. Women were able to share their ideas through zines, festivals, and lyrics. In the second issue of Bikini Kill, the Riot Girl manifesto was published. There you can find the following quote: "Because doing, reading, seeing, hearing cool things that validate and challenge us can help us gain the strength and the sense of community that we need in order to figure out how bullshit like racism, able-bodyism, ageism, specism, classism, thinism, sexism, anti-Semitism, and heterosexism figures in our own lives."
The Riot Girl movement and its interchange and connection with queercore opened up spaces for a lot of socio-political and cultural discourses. To conclude, among other women in early punk, the slits in their feminist ideas and their rejection of societal norms significantly influenced the Riot Girl movement. By going beyond reflecting societal expectations for typical girls, women in punk challenged their scene and pushed the subculture towards more inclusivity. Thank you. Hello, everyone. I will talk about our poster, What Gets Counted Counts, which showcases a small aspect of data feminism in relation to punk music and to punk in general. It is a project Anna Gilke and I did together, and I have the honor to present our joint work here. According to the cultural and social scientists Meinert and Seliger, the punk scene is part of the action scene, which is characterized, loosely translated, as urban and male dominated. That led us to the question, why is punk seen as a male phenomenon when there were prominent musicians of all genders? We've seen so many great examples of that. And then we began to question if there's something off with the data itself. Are female, non-binary, and or queer people truly so underrepresented in the data, or are they simply not there at all? To answer this, we worked with frameworks outlined in the book Data Feminism by the digital humanists, Ignacio and Klein, to gain a better understanding of the field. Those frameworks or principles are presented to open new perspectives concerning existing datasets, to contextualize them better and work with them more efficiently when dismantling systems of oppression. But to answer our question, we needed data first and foremost, so what did we do? We got it. We chose four different top lists of popular online magazines which dealt with the best or most influential punk bands or albums. Our aim was to count female or non-binary representation here. So we counted every musician in these bands and listed them according to their assumed gender, assumed from our side, obviously. From 1,339 musicians, only 7.9% appear to be female, and of that 7.9%, only one woman was openly transgender and not cisgender. We could not count any non-binary musicians, which obviously doesn't mean they were not there, but more on that later. This is a big part of male musicians who are dominating the popular canon. Even though female musicians who very clearly influenced the scene as well definitely existed. In Germany, we can think of Nina Hagen, for example, or the band Östro 430, where we will see Bettina Flöchinger just after this panel. Still, punk music performed by male artists is the dominant product of the scene. And representation in data matters, especially in today's political movements. It plays part in how these movements are being prioritized institutionally. So starting conversations about how data is always collected and further processed in specific systems of power and oppression is important. We now asked further questions regarding this very small data set of ours, and all questions we had can be subcategorized in the seven principles of data feminism. And we looked at three of them more closely by way of example. We can examine the power that is at play here by looking at the Rolling Stones, for example, in their executive positions as well as their target audience. We believe that this synergy is unconsciously resulting in privilege hazards and blind spots within the existing systems of power. We can also try to challenge power by asking who is profiting from this narrative that punk is so massively influenced by men and male artists. How are these lists connected to, for example, crowdsourcing websites like Wikipedia and to sales profits, which then go to men and their artistic endeavors? And obviously, we need to look at our own data and challenge the binary classification system, which we ourselves put the different musicians in. Like I said, that we didn't find any data on more genders doesn't mean that they're not there. It only means that this specific part of a person is not data that is or was collected and counted, which leads to our title, Only What Gets Counted Counts.
In the face of representation through data, that is very important to keep in mind. Which is, in summary, our proposition. Punk music is seen as a male phenomenon because of existing and especially incomplete data sets, which further aids upholding systems of power in which female, non-binary, and or queer people are being disadvantaged and oppressed. Yeah, have a look at the question we posed. There is so much more on the poster, but we are happy to answer all questions. And thank you so much for your attention. We have developed a research project based on the topic embodied punk, provocation and kindness. The aim is to work out the potential of the staged body for the punk subculture as it exists today, and to gain a current perspective on the concept of Gaga feminism as according to Jack Haberstam. We are asking the question in what way women like Madonna and Lady Gaga use the body as an instrument for feminist activism at the intersection of punk and mainstream culture. To find an answer to this question, we have examined the significance of bodily performance in the history of punk as part of the punk aesthetic. To then come to terms with the question to what extent the concept of Gaga feminism has emerged from punk culture, and also how far Madonna and Lady Gaga have influenced the process and keep affecting punk ex-mainstream culture by reenacting their bodies again and again, based on Jack Haberstam's work, Gaga Feminism, Sex, Gender, and the End of Normal. Before we go deeper into the topic, I would like to present our research proposition. With her phony performances, Madonna has paved the way for performers like Lady Gaga to use their bodies as an instrument. Both women show that the body has the potential to display the sociocultural need for otherness. In doing so, they are bringing elements of the punk aesthetic into mainstream culture. Yeah, one of the artists that was a pioneer in bringing punk aesthetics to mainstream was Madonna. Due to her close relationships with many gay and lesbian friends, she has always been close to the queer community. And this has significantly influenced not only her mindset, but also her style of dancing and using her body as an instrument. Madonna's career started in the 80s, a time of cultural change and the rise of punk aesthetics and the revolt against the predominant social norms. Madonna matched this spirit and brought it with her unique and novel performances to main stage, using her body to transmit messages that annoy, incite, and bring changes. In this way, she was attacking habitual tendencies and eventually became a cultural transformation force. As you can see on the poster, Madonna used these costumes that were meant to subvert the historically, culturally, and socially replicated hetero focus figure. So for example, men wearing bras, makeup, and culturally female costumes, among many other symbols that deconstruct the figure of the dominant male image. The extent of her revolutionary impact on pop culture can be seen until today, as ever new upcoming artists have been arising since then, and Madonna still uses her influence to this day, performing in her very own deliberate style. And so Madonna paved the way and initiated these thoughts for other artists, such as Lady Gaga, who changed culture again in her very own fashion. Lady Gaga is a symbol for a new kind of feminism, a loud voice for different gender, sexuality, visibility, and desire. Being Gaga means being phony. It's a child word for craziness and weird things. These feminists are not becoming women in the sense of coming to consciousness. They are unbecoming women in every sense. They dress it up and down, take themselves apart so that they can be louder. This is all about improvisation and transformation, to quote Jack Haberstam. Gaga feminism comes from a punk aesthetics and the practice of going Gaga. A sexual orientation comes as less fixed and more fluid. Gaga feminism will locate Lady Gaga as the most recent mark of outbreaking old social models and is a channel for new forms of embodiment. It's a move toward the insane and gives up on right or wrong, true or real.
It will be a way to see things differently and to express your feelings with your body. As we can see when Lady Gaga comes within a meat dress, performs on a red carpet on three different dresses, or makes an appearance as her own boyfriend on stage. To go Gaga is to be loud in a world full of silent collaborators, to be crazy in a room full of nice, normal people. Halberstam builds Gaga feminism on the performance that Lady Gaga has created. She opens up a new world with Gaga performances. As Lady Gaga said herself, "Don't be a drag, just be a queen." She's a symbol for change and therefore a representative of Gaga feminism and brings the meaning of punk aesthetics into her daily life. So, for our presentation, we will switch to German now. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag zum Thema Queer X Punk. Wir beschäftigen uns heute mit der Verbindung zwischen den beiden Subkulturen Queer und Punk. Wir wollen das Phänomen untersuchen und herausstellen, inwiefern sich anhand von Fashion-Motiven, Inszenierungen und politischen Statements Koinzidenzen in diesem Kontext feststellen lassen, die die Gesellschaft bis heute prägen. Eine Verkörperung von Queer X Punk stellt die transsexuelle Sängerin Jane County dar, die mit ihren Performances, ihrer Musik und ihren Körperinszenierungen für Freiheit von Sexualität und Gender einsteht und damit als Ikone des Queercores gilt. Der Begriff des Queercore geht auf das kanadische Fanzine zurück, welches 1980 in Toronto von G.B. Jones und Bruce LaBruce gegründet und im akademischen Kontext insbesondere auch von Corinne Nord geprägt wurde. Queercore vereint damit zwei subkulturelle Ströme der 70er und 80er Jahre. Das Ziel der Bewegung spiegelt die ideellen Grundideen des Punks wider und eröffnet eine Community für LGBTQ+-Punker mit dem Ziel der gesellschaftlichen Akzeptanz und der sexuellen Freiheit. Dadurch wurden klassische Gender-Konventionen des Punks aufgebrochen und mit den Zielen der LGBTQ+-Community vermischt. Diese unverwechselbare Vereinigung von Queer und Punk stellt damit einen Fringe of the Fringe dar und die Queercore-Bewegung entfaltete ihr Potenzial weit über das Magazin hinaus. Es wurde in zahlreichen Medienformaten sowie Darstellungen etabliert. Eine wichtige Hauptakteurin des Queercores ist eben Jane County, die in ihren Songs wie beispielsweise Man Enough to be a Woman ihre fluide Gender-Identität thematisiert. County stellt hier männlich geprägte Attribute mit Weiblichkeit auf eine Ebene und sprengt damit Grenzen des dominanten Normsystems sowie des männlich geprägten und oft homophoben Punks. Sie spielt mit genderkonnotierten Posen wie dem Spreizen der Beine und setzt gezielt Accessoires ein, die entweder männlich oder weiblich zugeschrieben wurden, um eine Irritation zu erzeugen. Corinne Nord führt dazu in seinem Werk Queercore, Queer Punk Media Subculture an, dass ihre Lieder und Performances Genderprobleme herausstellten, Jahre bevor Judith Butler ihr berühmtes Konzept akademisch und populär machte. Der Aufstieg von County fiel historisch betrachtet mit dem Aufkommen sowohl der Punk- als auch der Schwulenbewegung in New York zusammen. Ihr Status lässt sich laut Nord auch als sinnbildlicher Wendepunkt in der spektakulären Geschichte der Subkultur des Queercores bezeichnen. Jane County partizipierte am Stonewall-Aufstand 1969, wo es zu gewalttätigen Konflikten zwischen Polizeibeamten und Homo- sowie Transsexuellen kam und woran wir auch noch heute am jährlichen Christopher Street Day erinnern. Dieser neue Radikalismus, der in den New Yorker Straßen nach der Stonewall-Zeit herrschte, motivierte County zu ihren künstlerischen Out and Proud Performances auf der Bühne. Sie nutzt vorrangig den nach Halberstam definierten Begriff der Imagined Violence als rhetorische Strategie gegen die mächtige weiße heterosexuelle Hegemonie. Imaginierte Gewalt eröffnet einen politisierten Raum der Gegenmöglichkeiten. So wird im übertragenen Sinne Rache am unterdrückenden System inszeniert und diese Strategie ist eben signifikant für die Queercore-Kultur. Provokative Aspekte des Queercores finden sich vor allem auch anhand verschiedener Fashion-Motive und Inszenierungsstrategien. Als Persona setzt Jane County in ihrer Kostümierung bewusst auf Crossdressing sowie wesentliche Elemente des Punks. Sie trägt oft sehr provokative DIY-Outfits wie ein Kleid aus Kondomen, hohe Plattformschuhe oder schnürt ihre Brust mit Plastik ein. Zudem kleidet sie sich häufig in schrillen Farben und kombiniert dazu zerrissene Strumpfhosen, Sicherheitsnadeln und dick aufgetragenes Make-up. Mit ihren Looks beeinflusste County unter anderem auch Künstler wie David Bowie. Zur selben Zeit in London sind Mitte der 70er auch die berühmten Designs und namhaften Kollektionen von Vivienne Westwood entstanden.
Diese kreierte unter anderem mit Malcolm McLaren provokante T-Shirts mit Phallus-Motiven, Hakenkreuzen und anarchischen Statements, die schockieren sollten. Und Westwoods bekannteste Modestücke werden eben bis heute im Londoner Victoria and Albert Museum ausgestellt. Und die Einflüsse von Queer-Punk-Künstlern wie diesen zeigen sich eben bis heute, denn in unserer Gegenwart ist Queerness Mainstream und auch Non-Binary Fashion sowie Punk-Elemente sind Teil des Trends. Große Designhäuser wie Gucci zeigen in ihrer namhaften Queercore Collection von 2017 die nachhaltigen Effekte des Queer-Punk-Movements der 1980er. Ein weiteres Beispiel ist die Marke Drome, die Queer-Punk-Mode 2018 auf den Laufsteg der New York Fashion Week brachte. Einflussreiche Künstlerinnen wie Jane County zeigen auf, dass stetig ein Bewusstsein für eine fluide und diverse Welt geschaffen werden muss. Denn Archivwerke von County und Co. aus der Vergangenheit helfen dabei, unsere gegenwärtige Gesellschaft zu sensibilisieren. Und dieser Kongress zu Fringe of the Fringe schärft die Aufmerksamkeit für diese prägenden und bedeutenden Subkulturen wie Queer X Punk nachhaltig, weswegen wir uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen noch viel Vergnügen bei der Veranstaltung wünschen. Ist gut so, danke. So, erstmal hallo liebe Gäste. Ich möchte nun über die schwarzen und queeren Ursprünge des Punks in einer heutzutage überwiegend weißen Szene sprechen. Unter anderem möchte ich mich auf Little Richard und die legendäre LA-Punk-Track-Ikone Vaginal Davis beziehen. Wenn man heute an Punk denkt, denkt man an zuerst muskulöse, rebellische, weiße Männer mit interessantem Aussehen. Punk ist jedoch viel mehr gewesen. Punk war laut, schwarz und queer. Little Richard bereitete die Bühne für alles, was aus Punk werden sollte, während er mit Stolz jeden Sinn des Wortes verkörperte. Die Geschichte hat mit Little Richard angefangen, der König und die Königin des Rocks war. Seine Musik hat viele weltweit bekannte Musiker beeinflusst. Er legte die Grundsteine des Punks, oder wie John Waters einmal sagte, Little Richard sei der erste Punk gewesen. Weiter sagte er war immer eine großartige Figur der Rebellion und sexuellen Verwirrung. Knapp drei Jahre lang schwimmt Little Richard auf der Erfolgswelle, tourt durch die Vereinigten Staaten und feiert offen bis bisexuell wilde Partys mit Männern, Frauen und Alkohol. Die Konzerte des Gott des Rock'n'Rolls, der mit dünnen Schnurrbarts, hochtopierten Haaren, grelle Schminke, falschem Wimpern und wilden Kostümen auftrat, brachte mitten in der so bezeichneten Rassentrennung Weiß und Schwarze zusammen. In der Tat hat sein Gespür für extravagante Androgynie die Bühne für andere Rock-Ikonen wie David Bowie und Prince geschaffen. Aber ich würde jetzt gerne noch ein anderes Beispiel anführen, um die Thematik aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Dazu möchte ich über Vaginal Davis sprechen, die sich auf ihrer persönlichen Webseite als Begründerin der Homecore-Punk-Bewegung und Gender-Queer-Kunst-Musik-Ikone bezeichnet. Sie hat sich mit ihrem Do Yourself Magazine Fertil Lotoya Jackson eigenen Namen gemacht, bevor sie mit dem Magazine Yes Mrs. Davis und ihren verschiedenen Bandprojekten tiefer in die Punkmusik und Geschichte eingestiegen ist. Sorry. Die LA Berliner Drag-Legende hat seit den 1970er Jahren eine Reihe von legendären Queer-Bands angeführt, darunter The Sisters, Qualita und Schwarzer Fuck. Die Band PMR, Pedro, Muriel und Esther, wurde ebenfalls von der lesbisch identifizierten Drag Queen angeführt und schrieb über Geschlechtsungleichheiten, Gewalt gegen Frauen und auch lesbischen Sex und Verlangen. Insbesondere die Bedeutung der kulturellen Ablehnung und der antisoziale Aspekt von Punk veranlassten queere Feministinnen, den Punk-Stil für ihren Aktivismus zu adaptieren. Queere feministische Punks wie Jones or LaBruce, Don't Be Gay, aber sowie Vaginal Davis, Yes Mrs., bauten ihre queer feministische Punk-Politik tatsächlich auf Verweise auf den Punk der 1970er Jahre auf und bauten ein erstaunliches Archiv von früherem Punkrock durch ihre Magazine und Texte auf. Davis ist nicht nur eine der Originalfiguren der früheren Queercore-Bewegung, sondern auch eine der wenigen, die das Weißsein der Punk-Bewegung und der schwulen Partyszenen schon früh angesprochen und kritisiert haben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Punkwelle mit Little Richard angefangen hat und die Punkbands, Magazine, Videos und Filme die zeitgenössischen subkulturellen und in der Queer-Feminist- und Punk-Szene einen riesigen Einfluss geübt haben. Vaginal Davis kann daher als eine der bedeutendsten Rolle der queer-feministischen und antirassistischen Aufarbeitung und Archivierung der audiovisuellen Nachlässe von Punk angesehen werden. Ihre verschiedenen Punk-Magazine in den 1980er und 1990er Jahren waren in den USA und Kanada weit verbreitet und sich auch noch heute in der queer-feministischen Punk-Kreisen von Bedeutung. Deswegen können sie als Modelle für zeitgenössische queer-feministische People of Color Punk-Magazine angesehen werden. Dankeschön. Hallo zusammen. Wir haben die These aufgestellt, dass die Punk-Szene sich über eine Kultur der Ironie herstellt, denn die Punk-Szene bedient sich an Elementen aus anderen Kulturen und verneint diese anhand überspitzter Übertreibungen und Ironisierungen. Besonders deutlich wird das bei einer genaueren Betrachtung der DIY-Kultur und wir haben uns hierfür auf den Ratinger Hof spezialisiert in den 70er Jahren und Zeitzeugenaussagen auf unserem Plakat zusammengetragen. Die Ironisierung beginnt eigentlich schon bei der Beschreibung des Orts, denn der Ratinger Hof wurde damals von Beteiligten liebevoll als das Wohnzimmer betitelt. Auch Eva Maria Gößling von den Krupps sprach von einem Nachhausekommen, sobald man den Ratinger Hof betrat. Der Begriff des Wohnzimmers war also in aller Munde, aber gleichzeitig hatte der Ratinger Hof eigentlich nichts gemeinsam mit den Assoziationen von einem Zuhause oder einem Wohnzimmer. Er bestand nämlich aus kalkweißen, bekritzelten Wänden und das Licht spendeten Neonröhren. Auch die Punks selber, wie zum Beispiel Peter Hein, bezeichneten den Ratinger Hof selber als ein Drecksloch. Also es gab eine krasse Ambivalenz in der Beschreibung. Und diese Ästhetik des Hässlichen zog sich auch durch das Verhalten im Hof. Bei einem Auftritt wurde zum Beispiel Gips in der Menge verteilt, der sich dann überall über den Boden durchzog. Bei einem anderen Auftritt wurde das Publikum mit Tierkadavern beschmissen und es hatte eigentlich nichts zu tun mit diesem sicheren Wohnzimmergedanken. Aber genau das macht es hier aus, denn mit der Beschreibung des Wohnzimmers wird der biedere Erziehungsstil der Zeit ironisiert und es wird ein neues DIY-Zuhause in dem Ratinger Hof geschaffen und somit auch ein Äquivalent zum Mainstream-Heimischen kreiert. Auch in der Kleidung der Besucher am Ratinger Hof wurden ironisierende Elemente sichtbar. Eva Maria Gößling sprach dabei auch, dass die Kleidung eine Botschaft habe. Diese Botschaft wurde aber selbst nie zu ernst genommen und auch häufig in der nächsten Woche schon verworfen. So spricht der Szenegänger Moscha etwa von einer Flexibilität in der Aussage. Als Beispiel für die ironischen Elemente haben wir die Büroklammer ausgewählt, die Sie auch auf dem Plakat sehen können. Denn eine Büroklammer symbolisiert ja, dass etwas kurz davor ist, auseinanderzufallen. Wie Peter Hein aber sagte, war das bei der Kleidung nie der Fall. Es wurde lediglich meistens etwas hinzugefügt. Die Büroklammer verstärkt also das Bild des Kaputten, das man verstärkt mit dem Punk in Verbindung setzt. Es wurden auch häufig faschistische Symbole in die Kleidung mit aufgedruckt. Auch hier wurde sich der Ironie bedient. Es galt dabei aber nicht, sich gegenüber der älteren Generation aufzurichten, sondern sich, wie Ralf Dörpert zum Beispiel sagt, gegenüber den Grünalternativen etwas völlig politisch Unkorrektes auszudrücken. Er sagte weiterhin, dass eben so ein undifferenzierter Umgang mit Faschismus eben die grünen Alternativen gegen den Punk aufbrechen würden. Und eben diese ironische Nutzung von nationalsozialistischen Ideologien oder Symbolen fand auch Einzug in die musikalische Inszenierung im Ratinger Hof.
Die DIY-Kultur und die Ironisierung zeigte sich nämlich fast nirgendwo so sehr wie in der Musik und deren Produktion im Ratinger Hof. Denn getreu nach dem Motto, wenn du drei Akkorde hast, kannst du Musik machen, wurde hier innerhalb von nur einem Jahr ungefähr 20 bis 30 Bands gegründet. Und diese Gründung, die bedeutet ja schon irgendwo eine Ironisierung der Musikindustrie, denn sie impliziert, dass jeder Musik machen könne und man die Grenzen zwischen Publikum und Darstellenden einfach aufheben kann. Zum Beispiel sagte Aram Bayurt von der Band Aram und die Schaffner, den ganzen Unsinn, den ich fabriziert habe, der ist jetzt legitim durch Punkrock. Und genau solche Zitate zeigen, dass die Bands selber nicht von der hohen Qualität ihrer Musik überzeugt waren, aber dass eben es darauf auch gar nicht ankam, sondern eben dieser Selbermachen, der DIY-Effekt im Vordergrund stand. Diese Überzeugung wurde sehr offen gelebt und führte zu teilweise sehr abstrusen Auftritten, zum Beispiel bei der Band Vielfarben, die öfter Alltagsgegenstände in ihre Auftritte integrierte. Bei einem nahm sie zum Beispiel eine Gegensprechanlage mit auf die Bühne. Die Bühne selber bestand auch nur aus zwei sehr provisorisch zusammengeschobenen Billardtischen. Und die DIY-Mentalität zog sich dann auch noch weiter in die Werbung der Auftritte. Denn wie man auch auf unserem Plakat sieht, waren die Plakate für die Auftritte oftmals selbst gezeichnet. Wir haben hier zum Beispiel eins der Band Mittagspause abgedruckt. Und so ging es auch bei den Eintrittskarten weiter. Nach Carmen Knöbel, der Besitzerin des Ratinger Hofs, waren die Eintrittskarten meist Zeichnungen, die von kleinen Kindern gezeichnet wurden und dann fotokopiert wurden. Und durch diese Infantilisierung passiert natürlich gleichzeitig auch irgendwo eine Ironisierung der Musikindustrie. Genau, wir haben aber auch gezeigt, dass die Eintrittskarten waren eben nicht immer nur Zeichnungen von kleinen Kindern, sondern man hat sich hier einfach ganz einfachen Mitteln bedient, wie zum Beispiel die Eintrittskarte einmal für ein Konzert der Band Wire waren einfach nur Bierdeckel im Ratinger Hof. Genau, zu welchem Entschluss können wir also kommen? Wir haben ein kurzes Fazit formuliert und zwar glauben wir, der Punk braucht das Mittel der Ironie, das in der Einrichtung des Ratinger Hofs, seiner Musik und der Kleidung seiner Besucher zum Ausdruck kommt, um sich selbst herzustellen. Denn seine ironisierende Art positioniert ihn gegen andere Menschengruppen, er inszeniert sich darüber als das andere und man kann auch davon sprechen, dass Punk eine Form der Ironie ist.